online on Zoom. I'm very pleased with the interest in our event today. Power is everywhere. Willkommen zur Veranstaltung Power is Everywhere. Bevor wir beginnen, einige Anmerkungen für unsere Online-Gäste. Wir sprechen Englisch, aber es gibt auch die Möglichkeit, einer Verdolmetschung zuzuhören. Herzlich willkommen hier im Destil und online auf Zoom. Ein technischer Hinweis, Sie können Übersetzungen im unteren Bildschirmrand finden. I'm Anja, Coordinator of ich bin Anja, Koordinatorin des jüngst geöffneten Büros in Tirana, der Heinrich-Böll-Stiftung. Ich werde die Diskussion heute Abend moderieren. Die Präsidentin der HBS aus Berlin wird die Konferenz eröffnen. Und dann hören wir einige Worte von Görgen Tuncuk, der Direktor des Tirana-Büros. Und danach werde ich die Gäste vorstellen. Wir freuen uns natürlich auf eine lebhafte Debatte mit dem Publikum. Deshalb gibt es am Ende der Diskussion Zeit für Fragen. Und die Zoom-Teilnehmenden können natürlich in allen Sprachen Fragen im Chat stellen. Wenn Sie eine Frage an eine spezifische Person haben, sagen Sie das bitte im Chat. Ich freue mich sehr auf diesen Abend und jetzt hat Alan in Berlin das Wort. Ja, vielen Dank, liebe Anja. Ich hoffe, dass mich alle sehen und hören können. Ich sehe die gesamte Bühne und ich sehe einige der FreundInnen, die ich schon kennenlernen durfte. Vor einigen Wochen, als das Büro in Tirana eröffnet wurde. Und das freut mich sehr, dass wir diese Veranstaltung zum Thema Albanien in unserem neuen Büro als erste Veranstaltung abhalten können. Anja, nochmals vielen Dank, dass du das möglich gemacht hast. Nun, wir müssen mit der Zivilgesellschaft in Kontakt kommen, sowohl in Albanien als auch in Deutschland und darüber hinaus. Ich möchte nur kurz Folgendes anmerken, um den Kontext abzustecken. Also, ich komme gerade zurück von einer kleinen Demonstration vor der russischen Botschaft, und zwar gegen das Schließen von Memorial, einem der wichtigsten zivilgesellschaftlichen Akteure, ein Partner, ein Vorbild für viele andere zivilgesellschaftliche Organisationen in Russland. Und die russische Regierung hat bekannt gegeben, Memorial zu schließen. Und die gesamte Welt buchstäblich protestiert dagegen. Und das haben wir auch getan und haben uns vor der russischen Botschaft heute versammelt. Aber jetzt kommen wir zu Albanien zurück. Zunächst einmal ist es dort offensichtlich nicht so kalt, wie es hier in Berlin ist. Aber ich denke, dass die Frage ist, nun, Heinrich Böll hat ja gesagt, sich einzumischen ist der einzige Weg, um relevant zu bleiben. Und der Mut, für seine Überzeugungen einzustehen und der bedingungslose Einsatz für die Würde und die Menschenrechte waren auch Bölls Merkmale. Wir freuen uns sehr, dass wir das heutige Gespräch mit PartnerInnen und FreundInnen aus Albanien beginnen dürfen, die sich genauso diesen Traditionen und Werten verpflichtet fühlen, die wir schon so lange kennen. Gemeinsam mit unseren PartnerInnen ist es unser Ziel in Albanien, der Ermutigung Heinrich Bölls zur Zivilgesellschaft zu folgen. Am Ende wollen wir natürlich ein Europa sehen, das auch stabil auf dem westlichen Balkan ist. Wir möchten, dass alle Staaten auf dem westlichen Balkan auch gedeihen. Von Anfang an haben wir mit Communities, mit lokalen Initiativen der Zivilgesellschaft zusammengearbeitet und es freut mich, dass ich einige von euch hier heute auf der Bühne sehen kann und auch mit progressiven und grünen AkteurInnen, denn die sind genau da, wo dieser Wandel stattfindet. Das ist sozusagen die Quelle des Wandels.
Die AkteurInnen der Zivilgesellschaft sind daher eine wichtige Triebkraft des ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen Wandels. Unsere Stiftung verfügt über ein breites internationales Netzwerk mit Büros in mehr als 34 Ländern und Projekten in ungefähr 60 Ländern. Aber die Region, der westliche Balkan, ist für uns von besonderer Bedeutung. In keiner anderen Region der Welt sind wir so stark vertreten und haben ein so breites Spektrum an Projekten auf so kleinem Raum sozusagen. Mit unseren Büros in Belgrad, Sarajevo, Thessaloniki, unsere PartnerInnen in Zagreb, unser Büro in Istanbul und jetzt auch in Tirana, setzen wir uns für eine grünere und gerechtere Zukunft in dieser Region ein und wir unterstützen das europäische Projekt. Und gemeinsam mit Ihnen und euch lohnt es sich, das zu tun. Wir sind uns der Tatsache bewusst, dass die Region vor strukturellen Herausforderungen steht. Der Klimawandel und die notwendige Energiewende, Migration und Migrationswellen sowie Sicherheitsfragen stellen große Herausforderungen für die Region dar. Wir sind deshalb überzeugt, dass ein wichtiger Aspekt zur Bewältigung dieser Herausforderungen eine starke Partnerschaft, eine starke Zusammenarbeit innerhalb der Region und mit der EU sein wird. Für uns ist es ganz klar, dass Südosteuropa ein Bestandteil des europäischen Projektes ist. In diesem Sinne hat uns der herzliche Empfang, den unsere Stiftung vor 3 Wochen bei der Eröffnungsfeier erfahren hat, sehr bewegt. Das war sehr ermutigend. Diese Veranstaltung macht bereits deutlich, dass wir als Grüne Stiftung auch einen Bottom-up-Ansatz verfolgen. Wir möchten den AkteurInnen des Wandels in unserer Gesellschaft eine Stimme geben, den jungen Menschen, den Basisinitiativen, den Kulturschaffenden, den SozialunternehmerInnen, JournalistInnen und ForscherInnen. Mit ihrem Engagement stellen sie wichtige fortschrittliche Kräfte dar und bauen Brücken inmitten eines komplexen Prozesses der sozialen, wirtschaftlichen und politischen Umgestaltung, den diese europäische Gesellschaft im Moment durchläuft. Wir sind heute hier, um mit der Zivilgesellschaft in Albanien zusammenzuarbeiten und nicht für sie. Wir sind in Tirana, um mit der Gesellschaft, Zivilgesellschaft zu arbeiten, nicht für sie. Wir sind hier, um Ressourcen und Ideen zu teilen. Aus unserer Arbeit in anderen politischen Kontexten wissen wir, wie schwierig es ist, Wandel herbeizuführen, offene, öffentliche und sichere Räume zu schaffen, in denen soziale, kulturelle und politische Strukturen kritisch hinterfragt werden dürfen und Empathie und Solidarität innerhalb der Gemeinschaften zu fördern, um Wandel zu erreichen. So wird unser Team in Tirana eng mit unseren PartnerInnen in Albanien und der Region zusammenarbeiten. Wir haben viel Arbeit vor uns, liebe FreundInnen, liebe PartnerInnen, mit eurer Motivation, eurem Elan und euren guten Ideen freuen wir uns wirklich darauf, von Tirana aus unsere Arbeit für Albanien zu beginnen. Und wir werden unser Bestes natürlich tun, um diese Arbeit auch aus Berlin heraus zu unterstützen. Ich freue mich sehr, viele unserer langfristigen PartnerInnen und auch unsere neuen FreundInnen heute zu sehen. Und ich freue mich wirklich auf diese Veranstaltung und ich freue mich auch auf die hoffentlich lebendigen Diskussionen. Und damit übergebe ich das Wort an Gökhan. Ich kann ihn noch nicht sehen, aber ich bin sicher, dass er da ist, unser regionaler Büroleiter. Vielen Dank, alles Gute. Ja, vielen Dank. Danke auch an das Publikum hier in Tirana und auch an das virtuelle Publikum. Willkommen zu unserer ersten europäischen Veranstaltung, vielleicht sogar global, weil sie ja virtuell ist. Bevor wir beginnen, möchte ich kurz einige einleitende Worte sagen. Ich möchte unseren PodiumsteilnehmerInnen danken, dass sie sich Zeit genommen haben, um ihre Ideen, um ihre Meinungen mit uns zu teilen und diese zu diskutieren. Ich möchte auch Anja herzlich danken für die Organisation dieser technisch sehr herausfordernden Veranstaltung.
Vielen Dank auch an Juna, das andere Teammitglied. Vielen Dank aber auch an die TechnikerInnen. Sie haben den gesamten Tag gearbeitet, um diese Veranstaltung möglich zu machen. Und vielen Dank auch an die DolmetscherInnen. Vielen Dank also und willkommen, liebe FreundInnen und Gäste. Es ist eine große Freude, hier bei Ihnen zu sein und die Rolle der neuen sozialen Bewegungen bei der Umgestaltung Albaniens zu diskutieren. Auf der Bühne hier haben wir eine Auswahl fortschrittlicher albanischer AkteurInnen versammelt und wir wissen, dass viele andere auch hier sind in diesem Raum und noch mehr außerhalb dieses Raums. Gemeinsam mit Ihnen wollen wir einen emanzipatorischen Diskurs führen hier in Albanien. Wir würden gerne diskutieren, wie wir auf diesem Planeten leben können, friedlicher und glücklicher in Albanien und anderswo. Wir haben die heutige Veranstaltung unter den Titel Power is Everywhere gestellt. Dieses kurze Zitat geht auf den französischen Philosophen Michel Foucault zurück. Und ich möchte 1-2 Minuten darauf verwenden, ihn kurz vorzustellen, beziehungsweise seine Ideen kurz vorzustellen. Denn er hat alles auf den Kopf gestellt. Zum Beispiel hat er den traditionellen Ansatz zum Problem der Macht auf den Kopf gestellt. Für ihn ist Macht nicht etwas, das man besitzen kann. Die Frage für ihn ist also nicht, wer hat Macht, sondern für Foucault ist Macht beziehungsmäßig. Sie bedeutet ein System des Einflusses, eine soziale Ordnung, die durch bestimmte Wahrheitsregime, bestimmte Denkweisen erzeugt wird, die unser Verhalten beeinflussen, um sicherzustellen, dass wir die entsprechenden Denkweisen internalisieren. Ich möchte ein Beispiel geben. Also, das Konzept der Kreativwirtschaft und wie das Konzept des Unternehmertums derzeit unser Leben bestimmt, ist ein gutes Beispiel, das uns zeigt, wie relevant Foucaults Ansatz für kritisches Denken ist. Nach 30 Jahren der Transformationserfahrungen freuen wir uns, FreundInnen und PartnerInnen in Albanien treffen zu können. Ihr wisst aus eigener Erfahrung, dass der Zugang zur staatlichen Macht keine Garantie dafür ist, eine bessere Welt zu schaffen. Und dass die herrschenden, die dominierenden Machtstrukturen es meisterhaft verstehen, fortschrittliche AkteurInnen zu vereinnahmen. Foucault ist für viele schwer verdaulich, weil seine Analyse der Macht den Teil des Eisbergs anspricht, der unter dem Meeresspiegel liegt. Es gibt aber auch einen freudigeren Moment in Foucaults Denken. Wo es Macht gibt, gibt es auch Widerstand. Hier versammeln wir uns mit AkteurInnen, die ständig damit beschäftigt sind, alternative, untergeordnete, periphere Formen des Wissens zu produzieren und zu versammeln und zu verbinden, die in ständiger Herausforderung zu den vorherrschenden Überzeugungen und Normen stehen. Sie sind die Punkte alternativer Wissensformen. Sie sammeln die Bruchstellen, hören den Randgruppen und ausgegrenzten Gruppen zu, sehen, wie sie sich bewegen, verschaffen sich Gehör und vervielfältigen somit alternative Formen der Macht, neue nachhaltige Lebensstile und transformieren Identitäten. Ich möchte hier ein Beispiel geben. Die LGBTIQ+-Bewegung oder die Fridays for Future-Bewegung. Ihre Macht basiert auf alternativen Wissensformen. Sie haben keinen direkten Zugang zur Macht, aber sie werden mächtig. Sie werden unwiderstehlich, unbesiegbar und sie sind sichtbar und faktuell. Einige mögen argumentieren, dass sie nicht recht haben, aber wir wissen, dass sie wahrhaftig sind. Also am Ende meiner Einführung könnte man vielleicht denken, dass wir diese Veranstaltung heute nicht die Macht ist überall nennen sollten, sondern die Macht ist hier. Vielen Dank und genießen Sie den Abend und die Diskussionen.
Herzlichen Dank, Ellen und Gökhan. Ich freue mich nun, unsere Gäste vorzustellen. Jenny Karay, leidenschaftliche Menschenrechtsaktivistin und Gesicht der LGBT-Bewegung und auch Geschäftsführerin der Alliance Against Discrimination of LGBT. Alexander Trajil, Wissenschaftler und Geschäftsführer von Protection and Preservation of Natural Environment in Albania. Rosella Pelliciotti, Performerin und Produzentin Was bleibt Kollektiv. Iro Krug hat Tech Bunkeri gegründet und ein Kulturzentrum. Und derjenige, der vermutlich über sie alle schon berichtet hat oder euch alle berichtet hat, ist Lorin Kaliu, Journalist und Direktor von Citizen Channel. Ich freue mich, dass ihr alle hier seid. Die erste Frage geht an Jenny. Menschen kennen dich in Albanien seit 2012, seit deinem Coming Out live. Du hast die Allianz LGBT gegründet und die LGBT-Bewegung im Land vorangebracht, unterstützt die Community, veranstaltest Annual Prides und bist Teil des städtischen Kulturlebens in Tirana. Wie hast du das gemacht und was ist der Erfolgsfaktor? Vielen Dank für die Einladung und danke auch an Gökhan für die wunderbare einführende Rede. Die Bewegung begann, nun, ich weiß, es gibt ein internationales Publikum, dementsprechend würde ich gerne kurz einen Überblick geben, wie wir hier angefangen haben mit der LGBT-Bewegung. Die Bewegung begann in sehr schwierigen Jahren, 1994. Genzi Jilili war derjenige, der dafür kämpfte, Homosexualität zu entkriminalisieren. Denn es gab damals vor allem muslimische, männliche LGBT-Personen, die vor Gefängnisstrafen standen. In den 90er Jahren haben viele Menschen ihr Leben riskiert und mussten dann anderswo Asyl beantragen. Es gab dann eine Initiative einer anderen Organisation im Jahr 2000. Die mussten leider dann aber den Betrieb auch einstellen, weil es sehr homophobe Reaktionen und Widerstand seitens der Gesellschaft gab, sodass sie sehr stark im Untergrund tätig waren in diesen Jahren. Und wie ich also dann angefangen habe und wie die nächste Phase der Bewegung begann, das war so 2009. Ich hätte damals nie gedacht, dass ich Aktivistin werden würde. Und noch viel weniger, dass ich eine Figur des öffentlichen Lebens für diese Bewegung werden würde. Viele Jahre dachte ich, ich sei die einzige lesbische Frau im Land. Ich hatte nie zuvor jemanden wie mich kennengelernt und ich habe mich wie ein Alien gefühlt. Ich habe mich gefühlt, als sei ich krank. Ich habe mich falsch gefühlt. Ich dachte, die Gesellschaft würde über Menschen wie mich seltsam denken in diesen Jahren. Und die erste andere lesbische Frau habe ich mit 18 kennengelernt. Es war damals sehr schwierig, über die Bewegung zu sprechen, wenn die meisten von uns nicht wirklich wussten, dass wir existierten. Und wo der Rest der Gesellschaft dachte, dass es keine LGBT-Personen gab in Albanien. Das war nur etwas aus dem Westen, das vielleicht nach Albanien gekommen war. Und der Großteil der Gesellschaft dachte, dass das eine Krankheit sei. Und das war also nichts Echtes, nichts Richtiges. Ich erinnere mich, 2009, da waren wir keine Gruppe von AktivistInnen, wir waren nur eine Gruppe von TräumerInnen. Und wir träumten davon, die Realität für uns selbst zu verändern. Und das war es, was uns angetrieben hat. Wir wussten nicht, was wir erreichen würden, aber wir wussten, dass wir etwas tun mussten. Das hat uns im Endeffekt motiviert, etwas anzufangen. Wir hatten kein Geld, wir wussten auch nicht, wie man sich organisiert, wir hatten keinen Raum, wir hatten sehr viel Angst vor dem, was uns da bevorstehen würde. Aber wie gesagt, wir hatten diesen großen Traum, den Menschen klarzumachen, dass wir existieren, dass sie uns respektieren müssten, dass wir Freiheit verdienten und dass wir jedes Recht verdienten, das auch andere hatten.
Wir haben dann also in unseren eigenen Wohnungen begonnen, uns zu treffen, uns zu organisieren und auch unsere Bedürfnisse zu artikulieren, zu überlegen, was wir tun wollten. Und ich habe damals für eine staatliche Institution gearbeitet und ich hatte dann auch Angst, dass ich vielleicht von meinen Chefs erwischt werden würde. Und wir haben uns dann nachts getroffen im Stadtzentrum von Tirana und haben versucht, Poster aufzuhängen in den Straßen, an den Mauern. Und ich erinnere mich daran, diese Nacht, in der wir das starteten, das war eine der schönsten und bedeutsamsten Nächte meines Lebens. Das war das erste Mal, wo ich realisierte, dass wir Macht haben, etwas für uns selbst zu tun. Und ich dachte an die Menschen, die am nächsten Tag durch diese Straßen laufen würden und diese Poster sehen würden und die vielleicht denken würden, da gibt es noch andere wie mich da draußen und etwas passiert jetzt endlich. Und wir wollten im Prinzip vor allem eine Botschaft an unsere Gemeinschaft senden, zu sagen, wir sind hier, wir fangen an und wir beginnen hier etwas und ihr könnt uns kontaktieren und dann werden wir größer und wir können gemeinsam etwas tun. Wir haben dann weiter begonnen, Parkbänke in Regenbogenfarben anzumalen und Nachrichten über Homophobie zu schreiben, Graffiti auf die Straßen, zu sprühen. Und das waren damals noch keine gut bekannten Arten des Aktivismus in Albanien. 2012 haben wir die erste Pride organisiert. Wir haben versucht, das mit Fahrrädern zu tun. Oder wir wollten die Umweltsache mit der LGBT-Sache verbinden. Wir waren nur zu 12 damals in diesem Jahr, aber das hat uns nicht aufgehalten. Und sehr oft sagen die Menschen, es geht um die Zahlen. Aber aus eigener Erfahrung weiß ich, wenn man über soziale Bewegungen spricht, über Veränderungen spricht, dann geht es nicht um Zahlen. Dann geht es darum, das zu lieben, was man tut, Träume zu haben, große Träume zu haben, große Visionen zu haben. Denn dann vervielfachen sich die Zahlen ganz von selbst, ganz langsam, nach und nach. Und es geht darum, Allianzen zu schmieden. Ich denke, eine der größten Siege des LGBTI oder der LGBTI-Bewegung in Albanien war, dass wir sehr viel Unterstützung erfahren haben, auch von unseren straighten Freundinnen, von Feministinnen, von der feministischen Bewegung in Albanien viel Unterstützung erfahren haben. Und auch von anderen Organisationen. Und das Geheimnis ist es, zu verstehen, dass diese einzelnen Dinge nicht getrennt zu betrachten sind. Wir kämpfen alle. Und es ist ein Kampf gegen diejenigen, die an der Macht sind. Ein Kampf gegen die weißen Männer, die auch an der Macht bleiben wollen. Und deswegen sehen wir uns auch einem gewissen Widerstand gegenüber, weil wir die Machtdynamik in solchen Gesellschaften wie der unseren verändern wollen. Ich denke, das Geheimnis der Bewegung hier war, es kam von den Menschen. Das heißt, es war ein Bottom-up-Approach, also ein Ansatz von unten. Die Community, die Gemeinschaft selbst hat über Strategien nachgedacht, darüber, wie sie wachsen kann. Das Kernstück, das Herz dieser Bewegung, das waren wir und wir waren sehr strategisch auch, wenn es darum ging, mit den Medien zu kommunizieren, weil wir wissen, dass Medien Macht haben oder verleihen. Es ist also ganz wichtig zu verstehen, wie Medien funktionieren. Manchmal sind die Medien ein Verbündeter, aber bei der LGBTI-Bewegung kann es auch passieren, dass die Medien entweder eine Waffe werden oder die Gesellschaft gegen die Bewegung instrumentalisieren können. Und wir sehen in Albanien das ganz häufig, wie PolitikerInnen auch die Medien nutzen,
um soziale Bewegungen zu kontrollieren, zu manipulieren. Wir hatten zum Beispiel auch die Theaterbewegung, Studentinnenbewegungen. Viele Institutionen, Machtinstitutionen versuchen oder haben versucht zu manipulieren, zu spalten, diese Bewegungen zu spalten, weil sie wussten, dass die wahre Macht in und bei den Menschen liegt. Und deswegen versuchen sie, die Menschen zu spalten, wenn solche sozialen Bewegungen entstehen. Das sind einige der Dinge, die wir versucht haben zu tun. Wir haben auch immer wieder versucht, politischer zu sein. Also nicht nur im Untergrund zu agieren, sondern auch die Politiker zu einem Verständnis zu bringen darüber, dass auch LGBT-Personen WählerInnen sind. Und dafür haben wir verschiedene Kampagnen gestartet. In Ländern wie Albanien reicht es nicht, den Menschen klarzumachen, dass man existiert, sondern den Menschen auch zu sagen, dass man Macht hat. Und wir haben versucht, diese Botschaft zu senden, auch durch die Wahlrhetorik. Wir wissen, in Albanien ist das Wichtigste für die Politiker und Politikerinnen. Und das sind einige der Strategien und der Dinge, die wir versucht haben zu tun. Ich sage aber immer, wenn eine Bewegung erfolgreich sein soll, dann muss man immer an die Menschen denken und den Ansatz verfolgen, dass die Bewegung nicht als Organisation starten sollte. Denn Veränderungen werden nicht von Organisationen gemacht. Veränderungen kommen aus Bewegungen und die Bewegungen gehören niemandem. Die Bewegungen gehören allen und jeder und jedem, der einen Traum hat und die Welt verändern will. Danke, Jenny, für die Einsichten und für diese Analyse der Situation und vielen Dank auch für deine Kommentare. Alex, in Vorbereitung auf diese Veranstaltung, als wir mögliche Teilnehmende diskutiert haben, hast du gesagt, du bist auch Vertreter der Umweltbewegung und deine Kampagne ist ganz aktiv auch im Bildungssektor, im Umweltsektor. Aber kann man von einer Umweltbewegung in Albanien schon sprechen? Zunächst einmal danke, Anja, und vielen Dank auch für die Einladung. Es ist eine Ehre, Teil dieses Podiums sein zu dürfen und mit euch sprechen zu können. Ja, wir haben das oder darüber kommuniziert vor der Veranstaltung und ich muss sagen, dass es eine kleine Umweltbewegung bereits in Albanien gibt. Und ich möchte eine persönliche Geschichte erzählen, warum das so ist. Wie ich denke, viel Wandel ist geschehen im Land in den letzten 15, 16 Jahren, würde ich sagen. Also, ich habe zunächst begonnen, mit PPNEA zu arbeiten, als ich Student war. Ich war im dritten Universitätsjahr. Das war 2004, genauer gesagt. Und ich war ein Ehrenamtlicher damals in der Organisation. Und ich erinnere mich an eine der ersten Aufgaben, die ich zu erfüllen hatte innerhalb der Organisation. Ich sollte die Evaluierung der Werte von Srebrenica Blanica analysieren. Das war kein Nationalpark damals, aber wir hatten angefangen, aktiv zu werden und wir wollten dieses Gebiet als Nationalpark deklarieren vor dem Hintergrund der wunderschönen Naturwerte, der Arten, die dort lebten, der Lebensräume und so weiter. Das heißt, wir konzentrierten uns auf diesen Bereich damals. Und ich erinnere mich daran, wie ich mit meinen Freunden sprach. Freunde, die normalerweise sich nicht sehr für Umweltthemen interessierten oder für Naturschutzthemen. Ich sagte ihnen, dass ich zu diesem Gebiet fahren würde und viele von ihnen fühlten fast Mitleid mit mir. Was? Du musst da hinfahren und kannst nicht mit uns Kaffee trinken? Und damals war das wirklich als
Wenn man überhaupt kein Outdoor-Gespür hatte, dass Leute also in die Natur wollten, war merkwürdig. Also nur wenn man die Natur nutzen konnte, um einen Wert zu generieren, hatte die Natur einen Wert. Sonst haben die Leute den Wert nicht gesehen. Und was wir heute sehen, nun, alles hat sich massiv verändert. Insbesondere bei den jungen Menschen, aber nicht nur bei den jungen Menschen. Viele gehen raus in die Natur, insbesondere am Wochenende, gehen wandern oder beobachten Vögel, machen Aktivitäten in der Natur, die sie inspirieren und die dazu führen, dass sie die Natur genießen. Und genau dieselben Freunde, die mir damals sagten, dass sie mit mir Mitleid hätten, weil ich in diesen entlegenen Gebieten arbeiten müsste. Schlechte Arbeit, keine Infrastruktur, keine Entwicklung. Die kamen dann 10 Jahre später zu mir und waren diejenigen, die mich anbettelten und mich fragten, ob sie mich begleiten könnten auf diese entsprechenden Ausflüge. Also die Veränderungen haben sehr schnell stattgefunden. Und ein Moment, der einen Wow-Effekt mit sich brachte für mich und der mich und auch die breitere Gesellschaft zeigte, dass viele Veränderungen passiert waren und dass eine Umweltbewegung ihren Anfang genommen hatte, war das Thema Import von Chemiewaffen und Abfall in 2017. Das war ein heiß diskutiertes Thema in diesem Jahr. Und die damalig neue Regierung war gerade ins Amt gekommen und hatte entsprechende Pläne geschaffen für Albanien, diesen Abfall zu importieren. Und zunächst gab es eine kleine Gruppe von UmweltaktivistInnen. Proteste wurden organisiert. Ich war relativ aktiv in den ersten Protesten. Ich glaube, da waren nicht mehr als 50, nun vielleicht maximal 100 Personen versammelt, aber das hat sich sozusagen über Nacht verändert. Der Protest wurde immer größer und größer, dann gab es Hunderte, dann gab es Tausende und wir erreichten einen Punkt, wo wir großen Druck aufüben konnten auf die neu gewählte Regierung, die diesen Plan geschmiedet hatte, diesen völlig falschen Plan, den Müll, den Abfall zu importieren. Das war ein sehr starker Moment, der meine Augen öffnete und ich erkannte, dass die Aktivitäten, die Bewusstseinsbildung, das Sprechen mit Menschen wirklich einen Effekt hatten. Auch wenn unsere Organisation keine klassische AktivistInnenorganisation ist. Wir arbeiten insbesondere im Bereich wissenschaftliche Forschung und Lobbyarbeit. Wir versuchen, PolitikerInnen zu beeinflussen im Bereich Naturschutz. Und es ist unausweichlich, dass man mit Menschen zu tun hat. Denn schlussendlich ist es so, dass obgleich viele Leute sagen, du hast einen einfachen Job, du gehst ja immer in die Natur, du zählst die Tiere und die Vögel. Aber die Vögel und Tiere zu schützen, da geht es ja letztendlich um die Menschen. Die Tiere machen, was sie tun können, wenn man sie alleine lässt, reproduzieren sie sich und so weiter. Aber es geht darum, die Menschen zu managen. Es geht darum, dass wir eine Harmonie zwischen Mensch und Tier herstellen. Also viel, viel Arbeit in den Communities liegt an, denn man teilt ja die Umwelt und die Natur mit den verschiedenen Tierarten. Also unsere Arbeit, obgleich sie vorwiegend wissenschaftlicher Natur ist, wir schaffen Bewusstsein, wir bilden, wir klären auf, zeigte plötzlich Früchte und wir merkten, dass die Menschen sich veränderten in Albanien. Und es war nicht mehr die klassische Diskussion, hier sterben Menschen oder hier haben die Menschen nichts zu essen und du sprichst über Natur und Tiere mit mir. Es ist diese klassische Debatte, die man hatte mit durchschnittlichen Menschen, die sich nicht für die Umwelt interessierten. Und dann etwas anderes, was uns geholfen hat, zu realisieren über Widmung, über Ausdauer, war, dass wir den Menschen die Fakten zeigten und präsentierten. Und auch Aufklärung und Bewusstseinsbildung im Bereich Wasserkraft. Wir haben das erste Mal die Glocken geläutet bei der ersten Explosion der Wasserkraftentwicklung
die in Albanien im Jahre 2011 begann und stattfand, als wir das erste Mal einen Workshop organisierten in einem Hotel hier in Tirana zu diesem Thema. Und wir waren schockiert, als wir uns die Tatsachen anschauten und als wir realisierten, dass mehr als 400 kleine und große Wasserkraftwerke im gesamten Land gebaut werden sollten. Nicht vergessen bitte, dass Albanien ein Land mit 28.000 Quadratkilometer ist. 400 Wasserkraftwerke bedeutet, dass jeder kleine Strom, jeder Fluss letztendlich angezapft werden würde für die Produktion von Energie. Nun, das hatte natürlich riesige Auswirkungen gehabt auf die Ökologie, auf die Flusssysteme und hatte riesige Auswirkungen auf die Lebensräume der Menschen, die von diesen Flüssen abhängten. Ich erinnere mich an eines der ersten Treffen, das stattfand in einem Dorf im entsprechenden Tal, Flusstal. Es ging um Kalivatsch, das war ein heißes Thema damals. Und ich erinnere mich, dass ich 2012, glaube ich, dorthin fuhr mit einigen KollegInnen von PPNEA. Und wir hatten die ersten Diskussionen mit den Einheimischen dort. Damals haben sie uns fast verjagt mit Stöcken und Steinen, denn die Regierungspropaganda hatte offensichtlich Früchte getragen. Die Menschen dachten, Wasserkraft bedeutet Jobs und Entwicklung. Wasserkraft wird sie letztendlich aus dieser extremen Marginalisierung katapultieren, die sie jahrzehntelang zu ertragen hatten. Und ja, wir merkten, das ist kein einfaches Projekt. Aber wir haben nicht aufgegeben. Wir haben weitergemacht. Wir haben Bewusstsein geschaffen. Wir haben wissenschaftliche Forschungen durchgeführt, um die wahren Auswirkungen von Wasserkraftwerken zu präsentieren. Und viele andere AkteurInnen waren mitbeteiligt. Und diese Kampagne ist jetzt quasi global, hat eine globale Dimension erreicht. Also 2012, das war das, was da passierte. Und wenn wir jetzt in das gleiche Dorf zurückgehen, da werden Sie einen wahrscheinlich mit Stöckern und Steinen erschlagen, wenn man sagt, man möchte ein Wasserkraftwerk bauen. Eine ganz schöne Veränderung. Du hast ja gesagt, es geht um die Menschen. Ich würde gerne wissen, wie interagiert ihr mit den lokalen Communities, zum Beispiel in der Mjøsta-Region? Wie interagiert ihr? Ich freue mich, dass du fragst und auch diesen Flughafen ansprichst. Es ist eine ganz ähnliche Situation wie vor 10 Jahren in Mjøsta. Wenn man da jetzt hingeht in diese Dörfer, wo der Flughafen gebaut werden soll, für die, die das nicht wissen, das soll komplett in einem Schutzgebiet gebaut werden. Das Gebiet ist international als Schutzgebiet anerkannt mit einer unglaublichen Fülle an Biodiversität. Dennoch möchte die derzeitige Regierung fortfahren und diesen Flughafen komplett im existierenden Schutzgebiet zu bauen. Wenn man da jetzt hingeht, wird man eine ähnliche Situation finden wie in Mjøsta vor knapp 10 Jahren. Die Bevölkerung möchte unbedingt einen Flughafen dort, denn die staatliche Propaganda hat ihren Job gemacht. Und die Menschen denken, wenn da ein Flughafen gebaut werden wird, dann wird es Arbeitsplätze geben. Ich weiß nicht, ob jemand schon mal in Akhni war. Das ist das Dorf, das am nächsten zum geplanten Flughafen liegt. Und das ist vermutlich eins der ärmsten Dörfer von ganz Albanien. Und wir denken, dass das kein Zufall ist. Es gibt große Entwicklungspläne überall
Und es gibt aber eine Tendenz, die Gemeinden völlig zu vernachlässigen, in einer sehr verarmten Situation zu belassen. Und dann ist es sehr schwierig, sie anzulügen und ihnen zu sagen, dass die Entwicklung kommen wird, dass man sie aus der Armut holen wird. Und sie vergessen, dass es genau diese Politik war, ursprünglich war, die sie in diese Armut gebracht hat. Und wir sehen dasselbe auch in der Gegend, wo das Karavitsa Wasserkraftwerk gebaut werden soll. Wenn man die Dörfer dort in der Gegend besucht, dann sind das vermutlich mit die ärmsten Dörfer. Einwohner dort haben uns berichtet, dass immer wenn sie zum Beispiel um Unterstützung gefragt haben, zum Aufbau von Schulen oder Infrastruktur, dass es ist fast bekannt, dass dort keine Intervention stattfinden wird, weil die Wasserkraftwerke, das Wasserkraftwerk gebaut werden soll und es keinen Anreiz gibt, in diese Gegenden zu investieren. Und es ist eher so, dass man dort investiert, aber nicht für die Menschen. Es ist eine sehr negative Strategie für die Bevölkerung in den höher gelegenen Gebieten Albaniens oder in Gebieten, wo Infrastrukturprojekte entwickelt werden sollen. Auch in Akani ist die Situation ähnlich. Wir hatten heftige Diskussionen mit den Dorfvorständen in unseren Bemühungen, diesen Flughafen dort nicht bauen zu lassen. Und sie haben uns angeschaut, als wären wir die Feinde. Als seien wir diejenigen, die sie in Armut halten wollten. Und sie denken, dass der Flughafen ihnen Jobs und Entwicklung und Chancen bringen wird, etc. Also eine Sache, die wir versuchen zu organisieren, ist ein ganz einfaches Treffen zwischen den Dorfvorständen. Der Dörfer, die um diesen geplanten Flughafen herumgelegen sind, und wir versuchen, sie an ein Roundtable zu bringen, mit Dorfvorstehern aus den Dörfern beim Flughafen Linas. Wir haben einen internationalen Flughafen und wir müssen gar nicht so weit schauen, um zu sehen, was hat die Lokalbevölkerung davon, einen internationalen Flughafen neben ihren Dörfern zu haben? Und die ersten Gespräche haben schon gezeigt, dass es absolut gar keine Vorteile gibt. Der Flughafen Linas, das wissen Sie alle, Tirana International Airport, der ist jetzt schon seit 60 Jahren in Betrieb. Und während der kommunistischen Zeit war das nochmal eine andere Sache. Da konnten wir das nicht aus der gleichen Perspektive betrachten. Aber selbst in den 30 Jahren seit dem Systemwechsel hat die lokale Bevölkerung in keinster Weise von einem nahegelegenen Flughafen profitiert. Sie haben mehr Geräusch, sie haben mehr Lärm, sie haben mehr Luftverschmutzung und sie haben weniger Land, das sie bearbeiten oder entwickeln können. Einige Menschen, die dort leben, haben versucht, davon zu profitieren, vom Flughafen. Wir wissen, dass zum Beispiel ein Anwohner versucht hat, seine Parzelle zu einem Parkplatz zu konvertieren, um dann daraus Gewinn zu ziehen, wenn Menschen dort in der Nähe des Flughafens parken. Und er wurde dann verklagt von den Flughafenbetreibern, denn die wollen natürlich die Autos alle in ihrem eigenen Parkplatz und den Gewinn nicht mit anderen teilen. Das ist eine der direkteren Formen oder Arten und Weisen, auf die wir versuchen, mit der Lokalbevölkerung zu interagieren. Wir versuchen vor allem auch Wissen zu vermitteln, Bewusstsein dafür zu kreieren, dass die Menschen durch die nachhaltige Nutzung der Natur tatsächlich sich eine Existenz aufbauen könnten. Wir versuchen also Existenzen zu fördern, die umweltfreundlich sind. Und das passiert auf gewisse Weise auch schon.
Wenn man in das ländliche Albanien geht, in die höher gelegenen Regionen, dann gibt es dort eine sehr schöne Harmonie mit der Natur. Die Menschen leben in Einklang mit der Natur, sie nutzen sie, aber sie haben kein exzessives Konsumverhalten. Sie haben also bereits ein Gleichgewicht hergestellt zwischen menschlichen Aktivitäten und der Natur. Was wir aber versuchen zu tun, ist, das zu unterstützen und zu verbessern und das Bewusstsein dafür zu schärfen. Zum Beispiel Imkerei, Bienen ist etwas, das wir versuchen zu fördern und den Menschen auch ein zusätzliches Einkommen zu verschaffen. Bienen sind gut für die Biodiversität. Wir haben auch versucht, Tierhaltung zu fördern, bestimmte Arten, die auch in den Bergen leben können. Da geht es darum, nicht nur Gewinn zu machen von den Produkten aus der Tierhaltung, sondern vielleicht auch noch Gewinn zu erreichen durch Ökotourismus, durch Wandern in den Bergen. Wir haben auch versucht, Obstbaumanbau zu fördern, und zwar mit einem doppelten Zweck. Zum einen zur Aufforstung und zur Erosionskontrolle, also als Unterstützung für die Natur, und dann noch als Unterstützung für die Lokalbevölkerung zur Sicherung ihrer Existenz. Und das Ganze eben auch wieder auf eine naturfreundliche Art und Weise. Vielen Dank, Alexander. Von sozialen Bewegungen, großen Bewegungen in der Umwelt kommen wir nun zu einer anderen Art der Bewegung, eher eine physische Bewegung. Rosella, als wir uns anfangs unterhalten haben, haben wir sehr viele Ähnlichkeiten identifiziert zwischen deiner Arbeit als Tänzerin und sozialen Bewegungen. Eine Ähnlichkeit ist, dass sie sich weit von den großen Narrativen entfernt bewegen. Silent Mirage ist eins der Projekte bei unserer Eröffnung. Da hast du gefragt, ob es ein Narrativ hinter diesen Performances gibt, und deine Antwort war sehr interessant. Hallo alle zusammen. Vielen Dank, dass ich hier sein darf, dass ich das Was bleibt Kollektiv vorstellen darf. Ein recht neues Kollektiv. Die Idee dafür wurde vor vielen Jahren geboren von Gentian Dodan. Er ist ein international bekannter Künstler, und wir sind dann eher zufällig zusammengekommen und haben diese Gruppe zusammengebracht und haben dann auch begonnen, uns ein wenig strukturierter aufzustellen. Ich freue mich sehr, dass auch ein Kunstkollektiv hier dabei sein darf bei dieser Diskussion zum Thema soziale Bewegungen. Ich glaube nämlich, dass Kunst und das Künstlertum, das Leben als Künstlerin auch ein starkes Statement in diesen Zeiten ist. Denn diese Zeiten sind nicht gut für die Kunst, weder national noch lokal noch irgendwo. Und deswegen freue ich mich sehr, dass Sie die Kunst als Teil einer sozialen Bewegung sehen. Zurück zum Narrativ. Oder zur Frage zu diesem Narrativ. Wir hatten diese Show Silent Mirages. Das war hier bei der Eröffnung vorgeführt worden. Das hat uns auch sehr gefreut. Die Frage über Narrative wurde, glaube ich, von Gentian aufgeworfen. Und ja, ich denke, es gibt kein chronologisches Narrativ, kein traditionelles, klassisches Narrativ, wenn man es so will, aber es gibt ein Narrativ in dem Augenblick, wo etwas passiert, wenn eine Evolution von einem Punkt A nach B stattfindet, dann gibt es ein Narrativ, auch wenn es nicht logisch ist oder klassisch oder keine Geschichte darstellt. In der Show erzählen wir auch keine Geschichte. Wenn es das ist, was Narrativ bedeutet. In der Show durchlaufen wir verschiedene emotionale Zustände. Und alle sind verbunden mit der Hauptidee eines Gedächtnisses.
Gedächtnisses, einer Erinnerung und dem Vergehen von Zeit. Und die Wahl, kein Narrativ zu haben, das war, weil wir Menschen ermöglichen wollten, ein eigenes Narrativ zu bilden, wenn sie das denn tun wollten. Um die Menschen also dahin zu bringen, dass sie sich nicht verstanden vielleicht, aber weniger allein fühlten, während sie etwas anschauen, was ihnen aufgeführt wird. Und dadurch, dass sie in Kontakt sind mit dem, was da passiert und dass sie ein Teil davon werden. Ein ganz interessanter Punkt in diesem kreativen Prozess und auch bei der Aufführung letzten Endes war, dass wir versucht haben, nie zu viel zu sagen, nie alles zu sagen, nie 100% zu sagen, aber vielleicht 99. Sodass dieses 1% einen Raum schafft, für die Öffentlichkeit ein wenig Spannung zu verspüren, sich so zu fühlen, als sei ihnen eine Frage gestellt worden, sich auch involvierter zu fühlen, noch involvierter, als wenn wir ihnen alles gegeben hätten. Und wir haben über Bewegungen gesprochen und wie eine Bewegung beginnt, wenn es keine Geschichte gibt. Aber die Bewegung entsteht nicht aus der Geschichte. Geschichten entstehen durch Bewegung. Es gibt eine Bewegung und dann gibt es eine Geschichte. Und da gehen wir hin, zu diesem Grundelement der Bewegung, das es immer gegeben hat und dass es weiter existieren wird, solange es Leben gibt. Und ihr habt nicht nur mit Bewegungen experimentiert, sondern auch mit der Organisation von Arbeit, das ja dieses Kollektiv zeigt. Wie organisiert ihr euch und welche Idee gibt es dahinter? Also, es ist eine schwierige Position, hier ein Kollektiv zu vertreten und zu präsentieren. Denn wenn wir von einem Kollektiv sprechen, dann ist der Hauptpunkt, dass es viele Individualitäten in einem Kollektiv gibt. Und hier spreche ich im Namen der künstlerischen Direktorin oder der anderen KünstlerInnen. Also es ist eine schwierige Position, in der ich mich befinde, aber wir sind organisiert. Wir haben eine Organisation im Kollektiv. Wir haben unterschiedliche Rollen, die nicht vorher definiert wurden. Jeder hat die Rolle angenommen, die sozusagen ihr oder ihm zufällig zufiel. Das ist auch im Kollektiv während der Aufführung passiert. Also das war sehr natürlich und organisch, wie sich alles entwickelt hat. Es wurde keine Entscheidung getroffen, um eine Entscheidung zu treffen. Also alles ist automatisch vonstatten gegangen. Alles ist passiert. Auch was die Individuen im Kollektiv angeht, sie haben sich ihren Raum erobert und haben das angeboten, was sie anbieten können. Also ich bin Performerin, ich bin auch Produzentin, aber ich bin nicht die Einzige. Es Gentian, Dimo, Fabrice und andere, die sind in ganz Europa aktiv. Das heißt, wir sind auch international vernetzt. Und dann gibt es die anderen KünstlerInnen, die auch am Projekt künstlerisch teilnehmen. So sind wir organisiert, also flexibel. Keine Kompanie. Wir arbeiten nicht für eine Person, sondern es gibt einen Initiator, eine Initiatorin und jeder, der dieser Vision beitreten möchte, kann das tun. Und wir freuen uns alle daran, dass wir das tun können. Vielen Dank, Rosella. Ivo, du hast vor kurzem deine Organisation formalisiert und ein Kulturzentrum eröffnet. Viele Dinge passieren dort. Also du hast unterschiedlichste Themenclubs und Kulturveranstaltungen organisiert. Was wir jetzt sehen, ist das Ergebnis von jahrelanger Arbeit. Was ist deine Herangehensweise?
Ja, hallo an alle. Danke, dass ich an dieser Diskussion teilnehmen darf. Danke auch für die bisher sehr interessanten und inspirierenden Einsichten und Stimmen. Nun, ich habe viele Ähnlichkeiten entdeckt beim Zuhören. Ich gehöre wahrscheinlich zu den Jüngsten hier. Also, die Frage war, was ist unsere Herangehensweise? Als wir vor 5 Jahren begannen, waren wir Teil eines Studentenprojektes. Und die Idee war, vernachlässigte öffentliche und militärische Orte wiederzubeleben, in Community-Orte umzuwandeln. Wir sind als Gruppe hierher gekommen aus Berlin und wir haben hier viele junge Einheimische getroffen, viele aus der künstlerischen oder Kulturszene. Und das war ein Projekt und das ist so gut gelaufen, dass eine kleine Gruppe von uns, 5 aus Albanien und 5 aus Berlin, sich entschlossen weiterzumachen. Wir haben gesagt, wir wollen eine langfristige Transformation und wir möchten öffentliche Orte und Community-Orte für uns zurückerobern. Und unsere Herangehensweise war, einfach loszulegen und zuzuhören, durch das Land zu reisen, Dinge zu entdecken und existierenden Narrativen zuzuhören, Meinungen zu hören, Selbstwahrnehmungen in uns aufzunehmen. Und ja, viele von uns kamen aus ländlichen Bereichen. Das heißt, damals war unsere Herangehensweise überhaupt nicht auf Tirana limitiert. Wir sind in unterschiedliche Landesteile gereist, fast 1 Jahr lang. Wir haben fast das ganze Land bereist. Und wir hatten zahllose Community-Treffen. Und damals haben wir uns nicht Gedanken über eine formalisierte Organisation gemacht. Wir haben uns als Kollektiv gesehen oder als Gruppe motivierter junger Menschen. Und wo wir dann gelandet sind, nun nach 1 Jahr der Pilotprojekte und nach entsprechender Suche von Geldern und PartnerInnen, um bestimmte Protoideen in die Realität umzusetzen, die wir in diesen Dörfern entwickelt hatten, fanden wir uns an einem Ort, wo wir gesagt haben, ja, jetzt müssen wir uns formalisieren. Und wir haben auch den Bedarf erkannt, die Tirana-Community, die immer noch auf nationaler Ebene existiert. Hier gibt es sehr, sehr viel Wissen darüber, wie man Dinge umsetzen kann und wie man Dinge und Bedürfnisse artikulieren kann, zu verbinden mit anderen Landesteilen. Und hier ist natürlich auch das Zentrum der materiellen Ressourcen und der finanziellen Ressourcen. Also wir haben einen Punkt erreicht, letztendlich, wo wir gesagt haben, wir müssen uns formalisieren und wir müssen in Tirana sein. Obgleich wir immer wieder Plätze für uns erobert haben und Community-Orte geschaffen haben, um zu experimentieren. Und wir haben Prototypen entwickelt, dahingehend, wie man zusammenleben kann, wie man es formalisieren kann, auch außerhalb von Tirana. Bis dahin dachten wir, das wäre unmöglich. Aber als wir dann einen Ort suchten, während oder nach der Pandemie letzten Jahres, wir hatten 1 Woche uns eingetragen und dann begann der Lockdown. Da hatten wir dann einen Ort, wo wir gemeinsam mit einer Community von informellen Gruppen in Tirana selbstorganisierte Aktivitäten und Veranstaltungen und Diskussionen organisiert haben zu verschiedenen Themen.
Es war nicht nur ein Arbeitsort. Sondern es war ein wachsender, unabhängiger Ort. Ich würde das nicht einen kulturellen Ort nennen, das wäre ein bisschen limitiert. Ich würde es einen sozialen Ort nennen. Das ist ein bisschen breiter gefasst. Das sollte es für uns sein. Ein Ort ohne ein vordefiniertes Narrativ. Ein Ort, den jeder und jede nutzen kann. Ein sicheres Umfeld, um sich zu vernetzen. Das passiert ja nicht oft, dass die LGBTQI-Bewegung und die UmweltaktivistInnen und die Medien zusammenkommen. Natürlich gibt es Verbindungen, aber das Thema Intersektionalität ist ja noch in den Kinderschuhen ein Pionierprojekt und oft geht es darum, dass man nicht genug Räume hat, dass man einfach keinen Ort hat. Das heißt, wir haben versucht, einen Ort zu schaffen, diesen wachsen zu lassen und vielen die Möglichkeit zu geben, dort zu sein und etwas gemeinsam zu entwickeln. Und dort unterschiedliche Dinge auszuloten, um Narrative zu entwickeln, Systeme zu bilden und so weiter. Ihr seid sehr experimentell und kreativ und deshalb würde ich gerne fragen, welche neuen alternativen Formen der Kommunitarisierung und Finanzierung ihr vorseht oder euch vorgenommen habt. Das klingt wie eine sehr technische und abstrakte Frage, ehrlich gesagt. Also ganz kurz etwas zum Kontext. Nachdem wir als Einzelpersonen das Land bereist hatten, nachdem wir verstanden hatten, welche Bedürfnisse die unterschiedlichen Communities hätten, haben wir letztes Jahr eine weitere Reise unternommen und haben Grassroots-Organisationen, informelle Organisationen außerhalb von Tirana besucht, die oft für viele unsichtbar sind und für das Tirana-Publikum unsichtbar sind. Wir kommen alle aus Tirana hier, aber in vielen kleinen albanischen Städten ist man genauso leidenschaftlich und hat Gleichgesinnte auch dort, die unter sehr viel härteren Umständen arbeiten, Orte schaffen, soziale Bewegungen gründen und aufrechterhalten, versuchen, mit anderen in Kontakt zu treten oder anderen etwas bereitzustellen und zu bieten. Und letztes Jahr haben wir unterschiedliche Basisorganisationen besucht, Jugend- und Kulturorganisationen, und zwar im ganzen Land. Einfach um deren Bedürfnisse zu verstehen und mit ihnen uns zu vernetzen. Denn es gibt keinen richtigen Raum, um sich mit ihnen zu vernetzen. Und dieses Jahr, im Juni, haben wir es geschafft, 21 Basisorganisationen aus den Regionen zusammenzubringen. 12 aus Albanien und einige FreundInnen und Gleichgesinnte aus Montenegro, dem Kosovo und Serbien, um unser eigenes Narrativ zu schaffen, um Dinge auszuloten, um zu experimentieren und um herauszufinden, wie wir Wissen teilen wollen, wie wir Ressourcen teilen wollen. Nicht als alternative Finanzierungsmöglichkeit, sondern als Möglichkeit, sich von der Donor-, von der Spenderlogik abzuwenden und unabhängig zu entwickeln. Also, dass wir nicht bestimmte Geld vorgegebene Wege verfolgen müssen, sondern unabhängig agieren können. Also wir haben ein informelles Netzwerk aufgebaut, das sich in Kreisen selbst organisiert, das Dokumente archiviert, das unterschiedlichste Fähigkeiten praktiziert und das auch Wissen und Praktiken teilt. Und dabei folgen wir der Logik des Ressourcenteilens. Also Gelder, die wir individuell
bekommen, stehen nicht einer Organisation zu, nicht nur einer Aktivität oder Gruppe zu, sondern stehen allen zu. Alle können diese nutzen. Ja, das war's zunächst von mir und das ist alles noch in den Kinderschuhen. Citizen Channel berichtet viel über Aktivismus und wo die anderen posten, sind sie auch, bist du auch. Bist du Beobachter oder nimmst du selbst teil und welche Rolle spielen die Medien? Danke, Anja. Vielen Dank an alle. Ich würde uns nicht als Akteur bezeichnen. Citizen Channel ist ein engagierter Beobachter. Unsere Medien basieren auf einem Wertekanon, der auch reflektiert ist auf unseren Newsroom-Webpages. Und wenn es um Menschenrechte geht, um Umwelt, um Medienfreiheit, da sind wir nicht objektiv oder neutral. Citizen Channel ist eine Gruppe von vor allem jungen JournalistInnen und engagierten Menschen. Wir sind nicht nur JournalistInnen. Wir versuchen mit unserer Arbeit und unserem Engagement zur Gesellschaft beizutragen, auch Engagement in Bewegungen und Aktionen. Ich würde sagen, Citizen Challenge ist ein Ort, wo Aktivismus stattfindet, wo wir aber auch versuchen, über soziale Bewegungen zu berichten, vor allem über Bewegungen, die unterrepräsentiert sind in der Berichterstattung von Mainstream-Medien. Wir versuchen, in die Communities zu gehen und direkt mit den Menschen zu sprechen, um die ungefilterten Geschichten zu bekommen. Denn die Mainstream-Medien, die filtern doch oft oder setzen da Filter drauf. Unsere Produkte sind daher hauptsächlich visuell und wir haben diesen Ansatz, direkt mit den Menschen zu sprechen und die Menschen auch zum Zentrum unserer Geschichten zu machen. Um das zu tun, braucht man eine Gruppe von Menschen, die in einer freiberuflichen Umgebung arbeiten, die auch eigene individuelle Beiträge leisten. Ich möchte also sagen, wir sind kein Newsroom mit einer großen Verwaltung. Wir haben auch keine große Bürokratie. Es gibt sehr viele individuelle Beiträge der JournalistInnen selbst. Und ich editiere dann die Geschichten und ich versuche, journalistische Standards anzusetzen. Wir haben versucht, diesen Ansatz zu verfolgen, direkt zu den Menschen zu gehen und mit den Menschen zu berichten und nicht über sie, indem wir versuchen, ich würde sagen, eine Lücke zu füllen, da zwischen den Medien und der öffentlichen Repräsentation. Ich kenne viele unterrepräsentierte Gruppen. Ich weiß, dass wir sie nicht alle inkludieren können. Wir können nicht überall sein, aber der Kampf ist, eine Geschichte zu finden, die vielleicht nicht bei den großen Medienhäusern landen würde. Und wir müssen auch darüber nachdenken, die müssen ja auch darüber nachdenken, wer die Werbung bezahlt, wer da Geld investiert. Wir sind natürlich kritisch und wir machen unsere Hausaufgaben als JournalistInnen und wir haben einen parteilichen Ansatz. Wir fragen öffentliche Institutionen nach Informationen. Das ist schwierig, das ist nicht immer erfolgreich. Wir bekommen nicht immer Antworten. Aber wir arbeiten in einer Situation, wo wir Slow News machen, wo wir Zeit haben. Wir versuchen also auch zu analysieren. Wir haben vor kurzem einen Podcast gestartet als Medium,
zur Kommunikation mit der Community zu erklären, was da passiert, und jeden Monat priorisieren unsere JournalistInnen aus dem Newsroom ein Thema und sprechen mit den Menschen, die direkt. Wir versuchen also, die Wege zu verkürzen zwischen den Experten und den Menschen und den Menschen, die über Menschen sprechen. Wir versuchen also direkt zu kommunizieren und diese Informationen und dieses Wissen zusammenzubringen und auch zu vergleichen mit dem, was die Öffentlichkeit sieht. Wir versuchen dadurch auch die Rechenschaftspflicht zu erhöhen. Als JournalistInnen sind wir quasi Mediatoren. Ein Beispiel hier aus Tirana. Hier gab es einen großen Prozess. Ein Nachbar sollte aus einem Gebäude rausgeworfen worden. Da wurde gebaut in einem Wohngebiet. Und die Zentralregierung, die Lokalregierung haben also beschlossen, da nach dem Erdbeben recht schnell ein Bauvorhaben zu realisieren. Wir waren dort vor Ort und haben mit den Menschen gesprochen und dokumentiert, was diese Menschen verlieren sollen. Vielleicht nicht nur an materiellem Wert, sondern auch das Gefühl der Gemeinschaft, die Häuser, die sie gebaut haben, die Investitionen, die sie in ihrem Leben getätigt haben. Und wir haben auch versucht zu hinterfragen, warum wurde das so schnell auf so eine widersprüchliche Art durchgezogen? Warum wurde hier nicht mit verschiedenen Gruppen debattiert? Und wir haben doch alle einen bestimmten rechtlichen Rahmen, auf den wir uns hier verlassen. Das ist also mein journalistischer Ansatz. Ich weiß nicht, ob das die Frage beantwortet. Es beantwortet die Frage. Es ist die Botschaft, die direkt geschickt wird von den Menschen. Ich würde mich noch für die Botschaft interessieren. Wie sammelt ihr dieses lokale Wissen, um diese Botschaft zu schicken? Es sind nicht immer journalistische Methoden. Letztes Jahr zum Beispiel haben wir circa 8 Monate gearbeitet, um einen Urban Stories Report zu erstellen. Da ging es vor allem um kulturelles Erbe und kulturelle Werte hier in Tirana. Und das gilt sowohl für die Menschen hier, wie auch diejenigen, die noch nie bei uns waren. Ich denke, man bekommt einen Eindruck, wie sich die Stadt doch sehr schnell verändert. Und wir sind also von Tür zu Tür gegangen, zu diesen alten Villen. Und wir haben versucht, mit den Menschen zu sprechen. Und das ist nicht Journalismus dahingehend, dass man beobachtet, dass man viel Zeit hat, dass man auch keine 10 Schlagzeilen daraus machen kann. Aber man bekommt Geschichten und man bekommt die Gelegenheit, diese kollektive Erinnerung der Menschen zu sammeln und zu verstehen, was da passiert, damit man Fragen beantworten kann. Wer schlägt denn Profit aus diesen schnellen Veränderungen, diesen starken Veränderungen in der Hauptstadt? Was ist der Wert von Gemeinschaft, von kulturellem Erbe im Vergleich zum Wert von Investitionen und Grundstücks oder Gebäudebau? Manchmal gibt es dann Druck auf die Eigentümer, ihre Häuser zu verkaufen und das Geld zu bekommen. Und dann wird da Erbe, kulturelles Erbe zerstört. Und dann geht es um die Frage, wie Profit und Bevölkerung in den Stadtzentren einander gegenüberstehen. Die Preise sind ja nach oben gegangen. Und die Frage ist, was hat das für Auswirkungen? Das ist nicht nur journalistische Arbeit. Die Art, wie wir dieses Storytelling betreiben, das ist Journalismus. Aber wir machen das gemeinsam mit ExpertInnen, mit ArchitektInnen, mit JuristInnen. Ich bin kein Architekt, meine Kolleginnen sind ja auch keine Architektinnen. Und
Wir wollten herausfinden, wie das aussieht, auch aus historischer Perspektive, aus juristischer Perspektive, aus Expertensicht. Und indem wir das gemacht haben, haben die JournalistInnen und alle anderen, die an der Initiative beteiligt waren, haben also sehr lange Zeit darauf verwendet, mit den Menschen zu sprechen. Und so sammeln wir also lokales Wissen. Man muss rausgehen aus dem Büro. Man darf sich auch nicht darum scheren, was die politischen Parteien sagen, sondern man muss rausgehen und mit den Menschen sprechen. Ja, ich denke, wir haben jetzt gute Einsichten gewonnen darüber, wie ihr alle arbeitet. In Tirana kann man natürlich auch die Ergebnisse eurer Arbeit genießen. Und es würde mich interessieren, vor welchen Schwierigkeiten ihr euch wiedergefunden habt. Nun, das war eine lange Reise. Ich kann das in Perioden einteilen. Also, was die Schwierigkeiten, vor denen wir gestanden haben, angehen. Als wir 2009 begannen, war die erste Schwierigkeit wir selbst. Es waren unsere Ängste und die Art und Weise, wie wir unsere Botschaften kommunizieren konnten, ohne unsere Gesichter zu nutzen, ohne unsere Identitäten preiszugeben, einfach weil wir Angst hatten um unser Leben, um unsere Sicherheit. Ich erinnere mich daran, dass von 2009 bis 2012 alles, was wir organisiert haben, im Untergrund passierte. Insbesondere wurden Aktivitäten in der Nacht durchgeführt. Ich erinnere mich daran, dass ich immer Interviews gegeben habe unter Pseudonymen. Ich war ganz, ganz vorsichtig, dass man mich nicht identifizieren konnte. Ich erinnere mich daran, dass wir keinen Raum hatten. Igor hat ja auch gesagt, es war ganz schwierig, in diesen Zeiten Räume zu finden, an denen man Aktivitäten durchführen konnte. 2 Jahre lang zum Beispiel mussten wir von einer Frauenorganisation einen Raum mieten. Deshalb war Intersektionalität so wichtig. Wir haben da Allianzen schmieden können in diesen Jahren. Danach, von 2012 an, als wir dann als Bewegung mehr in die Öffentlichkeit gingen, als wir bekannter wurden in den Medien, haben wir vor einer weiteren Schwierigkeit gestanden. Also jetzt waren wir im öffentlichen Diskurs. Jetzt haben uns die Medien porträtiert als Affen, als irgendwelche Wesen, die interessant zu sein scheinen, aber die manchmal ja auch eklig sind oder abstoßend. Manchmal sind diese Wesen schwierig zu verstehen. Und es war ganz schwierig für uns, diese Medienmentalität zu verändern. Die Medien sprachen über uns. Es war schwierig, die Medien aufzuklären und ihnen zu sagen, dass sie LGBT nutzen sollten als richtige Terminologie. Wir haben unsere Geschichten versucht zu erzählen in einer Art und Weise, die nicht stigmatisieren oder die Stereotypen untermauern, die die Menschen bereits gegen uns hatten. Wir haben versucht, das Narrativ zu verändern. Und es hat viele, viele Jahre gedauert, bis wir das erreicht und verändert haben. Und was jüngst passiert ist in Albanien mit der Bewegung, zeigt, dass man die gleichen Fehler wieder macht, die in der Vergangenheit schon gemacht wurden. Wir hatten viele Schwierigkeiten bei der Zusammenarbeit mit Institutionen. Am Anfang zum Beispiel gab es viele homophobe PolitikerInnen, die in der Öffentlichkeit Statements gegen uns abgaben. Wir mussten dann darauf reagieren und wir mussten ihnen zu verstehen geben, dass diese Art der Bemerkungen inakzeptabel sind und dass es eine Reaktion der Gemeinschaft geben würde, wenn man sich so verhielt. Dann, als es um die Zusammenarbeit mit Ministerien und Institutionen ging, nun, wir waren gar nicht existent damals, wir mussten also Wege beschreiten,
um mit ihnen kommunizieren zu können. Und das war der Moment, als die internationale Community als Brücke fungierte für uns. Also als Kommunikationsbrücke zwischen uns, unseren Bedürfnissen und den staatlichen Institutionen. Einfach weil wir für sie unsichtbar waren. Das war wirklich eine harte Zeit. Das waren harte Kämpfe. Und es hat jahrelang gedauert, bis wir eine normale Kommunikationskultur mit unseren eigenen Institutionen aufgebaut hatten. Nach diesen Herausforderungen befindet sich unsere Bewegung in einer Situation heute, wo wir das erste Mal eine Art Backlash fühlen. Einen Backlash, den man dann auch in anderen Ländern beobachten kann, in den USA, in Polen, in Ungarn. Dieser Clash mit Anti-Gender und Anti-LGBTI-Bewegungen, also wo sich Gruppen organisieren und artikulierte Botschaften gegen unsere Communities aussenden. Und wir sehen das auch im Bereich Religion. Da beginnt man sich auch zu organisieren gegen unsere Community und man erhebt eine Stimme in den Medien und sie haben auch die entsprechenden finanziellen Mittel, um gegen die Community im Land vorzugehen. Wir sehen, dass die Medien kein Alliierter, kein Verbündeter mehr sind. Die Medien haben ihre Aufklärungsmission sozusagen aufgegeben. Es geht jetzt nur noch darum, viele Klicks zu bekommen und eine Spaltung herbeizuführen zwischen den Menschen und zwischen den Communities. Vor diese Herausforderungen standen wir nicht in der Vergangenheit, aber ich kann sie jetzt fühlen und sehen. Und all das macht unsere Arbeit sehr viel schwieriger. Denn die Medien sind ganz wichtig, wenn es darum geht, die Köpfe und die Herzen der Menschen zu verändern. Und das haben wir in der Vergangenheit ja schon erfahren müssen. Das heißt, das fehlt uns im Moment und das ist eine große Herausforderung für meine Arbeit als Aktivistin, aber auch für die Bewegung insgesamt. Eine weitere Herausforderung ist die Tatsache, dass viele Bewegungen und Initiativen, die es bei uns gibt, finanziell instabil sind. Aufgrund der Tatsache, dass Organisationen in Albanien vorwiegend unterstützt werden von internationalen Organisationen. Sie werden aber nicht vom Staat unterstützt. Wenn der Staat sie unterstützt, dann müssen sie schweigen. Und das ist natürlich auch keine Option, denn wenn man staatliche Gelder bekommt, darf man seine Stimme nicht erheben, sondern muss schweigen. Also ich denke, dass das die Hauptherausforderungen sind, vor denen wir standen und stehen in der LGBTIQ-Bewegung. Du hast die internationale Gemeinschaft als Unterstützung eurer Bewegung angesprochen. Als Heinrich-Böll-Stiftung interessieren wir uns natürlich für die Rolle der internationalen Gemeinschaft und die Rolle der internationalen AkteurInnen. Also wie können internationale AkteurInnen mit den neuen sozialen Bewegungen in Albanien interagieren? Ich kann aus meiner eigenen Erfahrung sprechen und ich kann sagen, dass wenigstens was die LGBTIQ-Bewegung in Albanien angeht, die Unterstützung ganz essentiell ist. Und das geht mit ganz praktischen Dingen los. Also man hilft uns zum Beispiel mit unserer eigenen Regierung zu kommunizieren. Oder wir bekommen die Möglichkeit, Bewegungen anzusprechen, die uns einen Raum bereitstellen können. Dank schwedischer Unterstützung hatten wir unser erstes Community-Zentrum, das 2011 gegründet wurde. Wenn wir auf den Start gewartet hätten, dann würden wir wahrscheinlich immer noch warten. Also die Unterstützung für die LGBTIQ-Community
ist sehr stark gewesen, auch im rechtlichen Sektor. Viele Gesetze sind verabschiedet worden im Bereich EU-Integration und all das wäre nicht so gekommen ohne die entsprechende Unterstützung. Aber ich glaube, dass es immer noch Dinge gibt, die die internationale Gemeinschaft zu lernen hat. Eine Sache zum Beispiel ist, manchmal können sie ihre Modelle nicht auf das Land aufoktroyieren, ohne den Kontext zu kennen. Also, wenn die internationale Gemeinschaft uns helfen möchte, muss sie den Bedürfnissen und den Geschichten der Menschen zuhören. Denn die Projekte, die sie umsetzen, bieten dann einen höheren Mehrwert. Und eine Herausforderung ist auch noch, dass viele internationale Spender viel im Bereich Lobbyarbeit tätig sind. Und wenn es um Organisationen geht, die zum Beispiel in entlegenen Gebieten tätig werden möchten und die sich mehr auf die Bereitstellung von Dienstleistungen konzentrieren, denn in Albanien ist es nicht so, dass der Staat diese Dienstleistungen bereitstellt. Oft übernehmen Organisationen die Rolle des Staates und der staatlichen Institutionen. Also, es wäre ganz wichtig, sich Gedanken zu machen, auch über die Unterstützung von Basisorganisationen und AktivistInnen, die sich noch nicht so breit und gut etabliert haben. Das sind aber diejenigen, die Wandel bewirken. Sie müssen die Möglichkeit bekommen, unterstützt zu werden. Sie müssen unterstützt werden, wenn sie zum Beispiel Dienstleistungen anbieten, wie zum Beispiel Lebensmittelpakete oder Medizinpakete. Nun, vielleicht meinen die internationalen Geber, dass das keinen Mehrwert darstellt, aber für arme, kleine Dörfer ist das ganz, ganz wichtig. Denn wenn man arm ist und wenn man entrechtet ist und wenn man mit leerem Magen schläft, dann macht man sich keine Gedanken über soziale Bewegungen, dann macht man sich nur über das reine Überleben Gedanken. Viele Menschen in diesem Land kämpfen fürs Überleben. Wenn man also möchte, dass diese Menschen sich Gedanken machen über soziale Bewegungen, dann müssen wir uns fragen, wie können wir sie stärken und ermächtigen? Ja, ich lasse es jetzt erstmal dabei. Ich unterstütze alles, was Jenny gesagt hat. Sie spricht ja nicht nur für die LGBT-Bewegung, sondern für Basisorganisationen allgemein. Die Rolle der internationalen Gemeinschaft, ich denke, die hängt zusammen mit Herausforderungen. Eine Herausforderung ist sicherlich, dass es wenige Arten gibt, Kernkapazitäten aufzubauen, institutionelle Kapazitäten als Basisorganisation. Die Zeit zu haben, Aktivismus oder der Aufbau einer sozialen Bewegung, das ist doch ein Vollzeitjob. Und diejenigen, die es tun, müssen ja auch essen. Sie müssen auch von etwas leben. Und viele sind in einem dauerhaften Zustand von Bedürfnis, von Abhängigkeit. Sie brauchen internationale Organisationen, um sie zu finanzieren. Diejenigen, die soziale Dienstleistungen anbieten wollen, außerhalb von Tirana, da gibt es recht wenig, da wird recht wenig Umsatz gemacht. Und man leistet und man guckt sich KPIs an und Indikatoren an und man macht Reporting und Fundraising und guckt sich die Zahlen an. Und es gibt recht wenig Raum, einen Schritt zurückzunehmen und zuzuhören und zu verstehen, was die Menschen darüber denken, die Menschen, für die man das tut, denen zuzuhören, deren Meinungen zu hören und dann das nochmal anzuschauen. Und es ist paradox.
Es wird immer wieder gepredigt, dass neue Geschäfte, neue Arten Geschäfte zu machen, Design Thinking. Wir sprechen von partizipatorischen Methoden, davon, dass Basisorganisationen partizipatorisch sein sollen und community-orientiert sein sollten. Und dann gucken wir uns eine andere Ebene an, nämlich die Geberebene, und dann ist da eine andere Art von Kommunikation zwischen den Basisorganisationen und denen, die sie ermöglichen wollen. Und da gibt es kaum einen partizipatorischen Rahmen. Wir sehen da einen Verbindungsraum, eine Umgebung, wo die Basisorganisationen gehört werden, wo sie gehört werden oder auch gebeten werden, etwas beizutragen, um neue Kooperationsmöglichkeiten zu erstellen, auf nationaler Ebene, auf lokaler Ebene, auf internationaler Ebene. Und ich kann nur für uns sprechen, aus 3 Jahren informeller Arbeit, die Etablierung der Organisation hätte nicht funktioniert ohne internationale Unterstützung, internationale Netzwerke und verschiedene Akteure aus der Zivilgesellschaft, aus Basisorganisationen, von Stiftungen und deren UnterstützerInnen. Der finanzielle Aspekt ist eine sehr kleine Komponente dieser Unterstützung. Und Peer Learning, also voneinander lernen, das Wissen austauschen, das ist es, wovon wir wirklich profitiert haben. Und eingeladen zu werden, Wissen anzunehmen, Erfahrungen auszutauschen, offene Situationen zu haben, wo andere wirklich versuchen zu verstehen, was da an der Basis passiert. Wir fühlen uns sehr stark verwurzelt in den regionalen, aber auch in den europäischen Netzwerken. Nicht so sehr EU-europäische Netzwerke. Und auch innerhalb der Basisorganisationen ist das etwas sehr Wertvolles für uns. Und wir versuchen damit zu experimentieren. Wir öffnen diese Türen für andere in Albanien. Denn es gibt viele Gelegenheiten und viele wissen darum gar nicht, weil Basisorganisationen oft einfach nicht die Zeit haben zu recherchieren. Es gibt Sprachbarrieren. Es gibt vielleicht Lücken oder Abstände zwischen der Agenda der Geber und der Organisationen. Es gibt einen globalen Diskurs, der da stattfindet. Natürlich ist Armut und Zugang zu Bildung Teil des globalen oder kontinentalen Diskurses. Aber Albanien wird selten gesehen als Gesellschaft, die das braucht. Sie gehört zur entwickelten Welt. Und dann gibt es den globalen Süden und der Balkan ist irgendwo dazwischen. Und wir sind nicht dominant in einer dieser Welten oder Diskurse vorhanden. Danke, Ivo. Vielen Dank für die interessanten Gedanken. Wir haben jetzt schon einiges an Zeit diskutiert und wir haben ja versprochen, dass das Publikum auch die Gelegenheit bekommt, Fragen zu stellen. Gibt es Fragen hier aus dem Raum? Bitte nutzen Sie, wenn Sie Fragen stellen möchten, die Mikrofone, dass auch die ZuhörerInnen auf Zoom Sie verstehen. Wir haben jetzt angefangen, diese Probleme zu thematisieren. Wir könnten jetzt die ganze Nacht hier bleiben. Guten Abend allerseits. Ich wollte nur fragen, internationale Unterstützung, diese internationale Unterstützung, was wollen Sie denn im Gegenzug, damit Sie diese Bewegungen unterstützen? Geht es hier wirklich nur um die Bewegungen oder haben die Hintergedanken? Die Dolmetscherin haben leider keinen Ton.
take this meeting. Soll ich diese Frage vielleicht annehmen? Wir kriegen diese Frage recht häufig. Das erinnert mich an eine Geschichte aus unserer Feldarbeit. Wir haben Wildlife beobachten, also in Ostalbanien gemacht. Und wir waren die Ersten, die ein solches Projekt hatten. Camera Traps, das sind automatisierte Fotokameras, die ein Foto von einem Tier automatisch aufnehmen, wenn es vorbeiläuft. Und dadurch versuchten wir, bedrohte Arten zu fotografieren. Tiere wie der Luchs, der Balkanluchs zum Beispiel. Wir haben eine Infosession mit einigen lokalen AnwohnerInnen gemacht, um unsere Vorgehensweise zu erklären und zu erklären, dass wir Kameras in den Bergen aufstellen wollten. Und wir haben gesagt, wenn ihr die Kameras da seht, dann bitte nicht anfassen, die sind nicht da, um euch zu überwachen, sondern die Tiere. Alle schienen sehr interessiert, niemand hatte da je von gehört. Das war das allererste Mal in Albanien, dass ein solcher Ansatz verfolgt wurde. Und dann erinnere ich mich aber daran, dass zum Schluss, da war dieser eine Typ, wir dachten, der hätte großes Verständnis und hatte wirklich verstanden, was wir machen wollten. Und dann hat er gefragt, ja, aber wie tief schauen denn diese Kameras rein? Wie tief gucken die denn runter? Gucken die in die Tiefe? Und haben wir gesagt, nein, die gucken auf horizontaler Ebene. Die spüren quasi die Tiere und wenn das Tier vorbeiläuft, dann wird da ein Foto gemacht. Und er hat gesagt, nein, nein, wie tief für das Gold? Wie tief guckt diese Kamera? Und er dachte, wir suchten also nach Gold. Und er konnte sich nicht vorstellen, wir konnten ihn nicht überzeugen, dass wir als Naturliebhaber tatsächlich Tiere fotografieren wollten. Das war 2011. Wir wollten also uns die Mühe machen, aus Tirana über diese sehr schlechten Straßen hinzufahren und dann Kameras aufzubauen, nur um Tiere zu überwachen. Und er hat uns gesagt, na, also wir hier haben nichts zu essen und ihr erzählt mir, ihr kommt hierher, um irgendwelche Spezies zu überwachen? Nein, ihr wollt doch bestimmt Gold suchen. Erzählt uns das. Und das war dieser Unglaube. Und das hat wirklich was mit uns angestellt. Wir haben gesagt, jetzt müssen wir nochmal einen Schritt zurück machen und nochmal versuchen zu verstehen, was sind hier die Bedürfnisse? Und ja, manchmal ist das wirklich eine echte Motivation, da ist nichts dahinter, keine Hintergedanken. Die wollen tatsächlich das Naturerbe, das recht einzigartig ist, auch für zukünftige Generationen schützen. Für vor allem einige westeuropäische Länder, die durch Massenindustrialisierung gegangen sind im 18., 19., 20. Jahrhundert, die haben sehr viel ihrer eigenen Natur ausgelöscht. Wenn man einen Wald in Westeuropa sieht, ist das meistens ein künstlicher Wald. In Albanien haben wir natürliche Wälder. Und wir wissen das ja gar nicht und wir sind nicht stolz genug darauf. Und wir sollten das aber sein. Es gibt also diese Nostalgie innerhalb der internationalen Gemeinschaft, etwas zu bewahren, das vor vielen Jahrhunderten in anderen Gegenden schon verloren gegangen ist. Und wir sollten stolz darauf sein, wir sollten es wahren und schützen. Und meine Motivation oder die Motivation ist oft tatsächlich genuin, die ist echt, die wollen uns helfen, weil sie verstehen, was das, was wir hier haben, wirklich einzigartig ist und wir es für die zukünftigen Generationen schützen müssen. Vielen Dank. Gibt es noch andere Fragen aus dem Raum? Sonst haben wir auch interessante Fragen von unseren Zoom-ZuhörerInnen. Ich möchte die jetzt mal vorlesen. Ich würde gerne wissen, wie junge Menschen in Albanien sich involviert in verschiedenen gesellschaftlichen Bewegungen mit so großer Emigration. Gibt es eine Motivation für junge Menschen in Albanien zu bleiben und auch dem gesellschaftlichen Wandel einen Beitrag zu leisten? Ich kann nicht über alle jungen Menschen sprechen, aber ich kann sagen, dass für mich persönlich das eine
der interessantesten Zeiten in albanischer Geschichte ist. Viele junge Menschen verlassen Albanien, aber viele organisieren sich auch. Viele verstehen auch, welche Macht sie haben oder haben können. Sie verstehen, dass sie das tun müssen, um ihre Träume verwirklichen zu können. Ich sehe es in der feministischen Bewegung, diese neue Welle der feministischen Bewegung in Albanien, die sehr inspirierend ist. Und für mich persönlich war das sehr inspirierend in den letzten 2 oder 3 Jahren. Und die organisieren sich auf so kluge und kreative Art und Weise. Ich sehe das in diesem neuen Zeitalter von LGBTI-AktivistInnen. Und ich kann gar nicht glauben, wie viel kreativer als wir die sind, wie viel mutiger die sind als die erste Generation, wie motiviert sie sind, für ihre Rechte zu kämpfen. Ich sehe die Umweltbewegung, wo sich viele junge Menschen jetzt aktivieren und einen neuen Lifestyle, Lebensstil befürworten, der umweltfreundlicher ist. Ich sehe junge KünstlerInnen, wie talentiert die sind, wie sehr sie kämpfen für einen Platz in einer Gesellschaft, die sie nicht repräsentiert. Sie tun das mit wenig Unterstützung oder keine Unterstützung seitens der Regierung, mit wenig Geld. Ich sehe viele Menschen wie Loreen, die die Mainstream-Medien erziehen, indem sie ein neues Medienmodell einführen. Und ich weiß nicht, vielleicht sehe nur ich das, aber ich sehe, dass sich etwas bewegt im Land. Und ich denke, vielleicht können wir die Früchte, die wir einmal ernten können, noch nicht sehen, aber ich spüre es. Mein Körper, mein ganzes Wesen, ich spüre die Energie. Und was unterschiedlich ist zu dem, was wir früher hatten, diese Gruppen, die sich da entwickeln, die interagieren miteinander. Das ist nicht wie früher. Wenn man früher LGBTI-AktivistInnen war, dann wollte niemand mit uns Kontakt haben, aus Angst, mit uns assoziiert zu werden. Und es gab diese Propaganda der Hierarchie von Menschenrechten. Aber die neue Generation von AktivistInnen versteht, dass es keine Hierarchie bei Menschenrechten gibt. Die sind alle gleich wichtig und lebenswichtig für eine demokratische und gerechte Gesellschaft. Diese Intersektionalität wird zwischen diesen jungen AktivistInnengruppen aufgebaut. Und ich denke, das ist tatsächlich das Geheimnis, das den Wandel herbeiführen wird. Ja, du hast ja die jungen KünstlerInnen gesprochen. Ich kann aus persönlicher Sichtweise etwas hinzufügen. Ich bin eine junge Künstlerin, die in Albanien lebt, und bis vor kurzem dachte ich nur daran, das Land zu verlassen. Ich wollte einen besseren Ort für mich finden, an dem ich leben könnte, wo ich meine Kunst leben und darstellen könnte. Einfach weil es hier teilweise sehr stressig ist, mit der Kunst zu leben. Nun, es gibt keine freiberuflichen KünstlerInnen hier in diesem Land. Alle müssen irgendwo beschäftigt sein, um überhaupt überleben zu können. Und das bringt uns zurück zu der Tatsache, dass ja dieser leere Magen, von dem du gesprochen hast, da kann man sich keine Gedanken machen über soziale Bewegungen oder über Kunst, wenn man einen leeren Magen hat. Das ist also eine schwierige Frage, was die Jugend in Albanien angeht, auch die KünstlerInnen-Community. Es gibt keine Kunst-Community in Albanien leider. Wir hatten 40 Personen auf der Liste und haben sie eingeladen, und 4 sind gekommen. Das sind alles professionelle KünstlerInnen. Es gibt keine Neugier. Sie interessieren sich nicht dafür, herauszufinden, was auf der anderen Straßenseite passiert, warum sich die Leute da versammeln. Also ja, es gibt positive Energie, ja, das stimmt, was du gesagt hast, aber sie
befindet sich in Blasen. Es gibt eine Blase hier, eine dort und dann wiederum eine dritte dort drüben. Also ich finde es ganz schwierig, diese Blasen zusammenzubringen, wenn du weißt, was ich meine. Also eine große Blase zu schaffen, einen Kaugummi, eine Kaugummiblase. Also diese Idee des Kollektivs von Gentian. Also Gentian ist ja die Rettung aus dem Ausland. Er kommt nach Albanien, macht etwas in Albanien, weil hier warten wir auf die Rettung aus dem Ausland. Und die Projekte, die wir hier umgesetzt haben, werden finanziert von internationalen Organisationen und nicht vom Staat hier. Und ich denke, das ist etwas, worauf wir uns alle hier verständigen können. Ich kenne mich nicht aus mit den Finalitäten der internationalen Organisationen, aber wenn man keine Unterstützung von den eigenen Institutionen bekommt, dann schaut man sich die internationalen Organisationen an, als seien sie Götter und als würden sie die Rettung mit sich bringen. Ich denke, es gibt eine Möglichkeit, dass die Jugend sich zusammenfindet. Nicht nur die Jugend, alle Menschen. Es gibt ja nicht nur die jungen Menschen auf dieser Welt. Also wir brauchen die Erfahrungen auch von älteren Menschen. Wir brauchen die Energie der Jugend. In unserem Kollektiv gibt es zum Beispiel eine interessante Synergie zwischen Menschen, die erfahrener sind, die 25 Jahre Erfahrungen haben. Und ich bin die Jüngste. Und dann gibt es andere Gleichaltrige. Und ich denke, all diese Synergien sind ganz, ganz wichtig und müssen genutzt und geschaffen werden, um Fortschritte zu machen, um Ideen und soziale Bewegungen und künstlerische Konzepte weiterzuentwickeln. Und ich wollte auch noch etwas vorhin sagen, als du über die Zeit sprachst. Soziale Bewegungen brauchen Zeit, sagtest du, aber künstlerische Aktivitäten brauchen auch Zeit. Und einer der Hauptgründe, warum die Idee des Kollektivs überhaupt geboren wurde im Bereich Kunst, Gentian, Dima und die anderen, die auf dem Markt schon lange waren und die mit riesigen Institutionen und internationalen Organisationen zusammenarbeiteten, die haben herausgefunden, dass in diesen großen Institutionen es keine Zeit gibt, um Dinge zu schaffen. Man kann Dinge nicht in 3, 4, 5 Wochen schaffen. Man kann Dinge nicht schaffen, wenn von einem erwartet wird, dass man wie eine Maschine arbeitet und super produktiv ist. Alles dauert Zeit und alles braucht seine Zeit. Und man muss eine entsprechende Disposition entwickeln können, um qualitativ und kreativ zu sein. Und schlussendlich wollen wir doch ein hochqualitatives Leben führen, eine hochqualitative Community schaffen und entsprechende künstlerische Produkte generieren. Warum nicht? Ja, ich drehe mich hier irgendwie. Vielen Dank. Es gibt noch eine Frage an Alexander. Interessant, was Alexander gerade erklärt hat, darüber, wie Einheimische von dem internationalen Flughafenbau betroffen sind. Wie können BürgerInnen aus Deutschland oder Europa Solidarität zeigen gegen diese Projekte? Aha, ja, nun, das Thema Flughafen ist wirklich ein großes Problem und ein sehr heiß diskutiertes Thema. Der Premierminister hat erklärt, dass die Bauarbeiten am 28. November beginnen werden. Heute ist der 17., das wissen wir. Und es ist schockierend zu hören und zu realisieren, dass das ganz bald ist, weil keine der Verfahren, die hätten durchlaufen werden sollen, und nicht nur aus ökologischer Sicht, sondern auch aus rechtlicher und naturbezogener Sicht analysiert wurden. Alles wurde ganz schnell durchgeboxt. Auch wenn die lokale Gemeinschaft der UmweltaktivistInnen sehr stark ist und ganz klar gesagt hat, dass dieser Flughafen nicht in dem Schutzgebiet gebaut werden darf. Dass er jetzt gebaut wird, bedeutet, dass
alle Schutzgebiete im Land betroffen und in Gefahr sind. Wenn man das so einfach machen und durchboxen kann und wenn man das am helllichten Tage einfach bauen darf, dann ist alles möglich. Heute ist es ein Flughafen, morgen kommt ein Investor und möchte ein Resort, einen Kurort in Karaborun bauen. Und übermorgen kommt jemand und sagt, ich möchte eine Fabrik irgendwo bauen in einem Schutzgebiet. Also alles ist möglich. Wenn der Flughafen materialisiert wird, inmitten eines Schutzgebietes, ist alles möglich in der Zukunft. Deshalb ist es ganz, ganz wichtig, dass wir uns so stark wie möglich gegen dieses Projekt richten, denn es ist eines der Beispiele, das zeigt, wie falsche Entwicklungspolitiken negativ sich auswirken können auf die Einheimischen und die Umwelt. Wir hatten große Unterstützungsprobleme mit der internationalen Gemeinschaft übrigens. Wir bekamen Unterstützung von unterschiedlichen Botschaften hier in Tirana und wir wurden auch unterstützt von einer europäischen Delegation hier. Wir bekamen von vielen internationalen Organisationen Unterstützung. Und ganz jüngst, im Jahre 2020, hat der Fortschrittsbericht der EU für Albanien explizit dieses Projekt benannt. Und die EU-Kommission hat gesagt, dass der Bau eines Flughafens innerhalb eines Schutzgebiets rechtswidrig ist. Und so klar hat sich die EU noch nie ausgedrückt. Sie haben nicht um den Brei herumgeredet, sie waren ganz klar. Sie haben gesagt, der Bau dieses Flughafens bricht das nationale Recht und auch die internationalen Konventionen, die Albanien ratifiziert hat. Also, was können BürgerInnen aus Deutschland oder anderen Ländern tun, war die Frage. Nun, sie können und sie haben ihre VertreterInnen in ihren Parlamenten. An die können sie sich wenden. Sie haben auch VertreterInnen im EU-Parlament, an die sie sich wenden können. Sie können ihnen sagen, das ist, was in Albanien gerade passiert, damit internationaler Druck auf unsere Regierung ausgeübt wird, damit dieser Fehler vermieden wird. Nun, viele haben es ja schon gesagt, wir als Organisationen arbeiten unter schwierigen Umständen, schwierigen finanziellen Umständen. Und die Regierung unterstützt uns nicht. Ich persönlich glaube, dass es gut ist, dass wir kein Geld vom Staat bekommen. Ich möchte nämlich gar keine finanzielle Abhängigkeit von der Regierung vom Staat. Ich habe viele Fälle gesehen, wo Organisationen vom Staat unterstützt werden und ihre gesamte Mission und ihre gesamten Ziele werden pervertiert und verdreht. Das möchte ich nicht. Also finanzielle Hilfe von internationalen Organisationen ist immer herzlich willkommen. Es ist ein Mittel, gegen dieses Projekt zu kämpfen. Danke, Alex. Noch eine letzte schwierige Frage. Und die Antwort erfordert ein bisschen Fantasie. Könntet ihr der albanischen Gesellschaft eine Perspektive darstellen für die nächsten 10, 15 Jahre, auch was den Beitritt zur EU angeht? Also, wie sieht die Zivilgesellschaft in der Zukunft aus? Ja, ich versuche diese Frage mal zu beantworten und die Medienperspektive hier darzustellen. Der Sektor hat sich in den letzten Jahren sehr verändert. Ich habe das selbst erlebt als junger Journalist. Ich sehe, dass sich das Bild sehr verändert hat und sich dynamischer in den letzten 5, 6 Jahren gestaltet hat. Es gibt neue alternative Medien. Es gibt neue Initiativen, auch im Bereich investigativer Journalismus, Fact-Checking, Umweltjournalismus, all das gab es vorher nicht. Und das passiert natürlich dank der internationalen Unterstützung, aber auch aufgrund unserer eigenen Aktivitäten und Energie, die wir verwenden, um dieses Umfeld zu diversifizieren. Natürlich ist das Umfeld noch sehr polarisiert. Es gibt 4 Familien, die das kontrollieren, was wir im Fernsehen sehen. Wir sind gespalten. Einige unterstützen die sozialistische Partei, andere die Opposition. Aber wie sich die Dinge verändern werden und
Wie die Zukunft aussehen wird, nun, ich spreche über den Mediensektor, nicht über die gesamte Zivilgesellschaft. Denn ich denke, dass der Journalismus und der Aktivismus im Journalismus Teil der zivilgesellschaftlichen Bewegung ist. Der EU-Integrationsprozess hilft uns vielleicht dabei, das Umfeld zu regulieren. Also die Medien sind manchmal unreguliert, unethisch und werden als Waffe gegen eine bestimmte Gruppe marginalisierter Menschen eingesetzt. Aber manchmal sind es auch Einzelpersonen oder eine Bewegung oder die allgemeine Gesellschaft, die die Interessen bestimmter Unternehmen oder wirkmächtiger Personen decken. Also was müssen wir tun? Wir müssen die Karten neu mischen und wir müssen neue Regeln aufstellen, um verantwortlicher zu agieren und ethischer zu agieren und den großen Mainstream-Medien zu sagen, dass sie zur Rechenschaft gezogen werden. Ihr sendet öffentlich und ihr zeichnet verantwortlich für das, was ihr im Fernsehen zeigt. Und ihr müsst uns etwas zurückgeben, nicht nur im Bereich Unterhaltung, sondern auch im Bereich Aufklärung, Content, Rechenschaftspflicht, also all diese Faktoren, die auch wichtig sind für die Medien. Und wie können wir das erreichen? Nun, die EU reguliert ja die Medien. Das ist nicht das Beste, aber es ist eine Option, die wir uns anschauen können. Wir können eine stärkere Medienregulierungsbehörde einsetzen. Natürlich darf diese nicht von Parlament und der Regierung kontrolliert werden, sondern von den JournalistInnen. Und wir können auch ein stärkeres Netz von JournalistInnen aufbauen, eine Journalistengewerkschaft sozusagen, die es eigentlich noch gar nicht gibt, die dann versucht, die Dinge selbst zu regulieren und die dann versucht, die Dinge den Menschen in die Hand zu geben. Auch das ist wichtig. Also, das, was Lorin für den Mediensektor erklärt hat, gilt auch für den allgemeinen Sektor. Also, es gibt neue SpielerInnen und Basisorganisationen. Das heißt, die Jugend spielt eine ganz große Rolle in den nächsten 10, 15 Jahren. Einfach weil es jugendgeführte Organisationen und Bewegungen gibt, die sprießen aus dem Boden in unterschiedlichen Bereichen zu unterschiedlichen Themen. Und mit einer positiven Fantasie und Optimismus hoffe ich, dass in 10, 15 Jahren es einen klaren Paradigmenwechsel zu beobachten gibt in der Logik, wie dieser Sektor funktioniert. Was wir bis jetzt gesehen haben und was wir auch in der Vergangenheit erfahren konnten, ist ein fragmentierter Sektor. Ein Sektor, wo viele Dinge entkoppelt sind. Und es gibt eine klar sichtbare Akkumulation von Ressourcen bei kleinen, sehr starken SpielerInnen. Insbesondere, wenn wir vom EU-Beitrittsprozess sprechen und der Allokation von Geldern im Bereich Gesetzgebung und Politiken, ja, die stehen auf dem Papier, aber sie schaffen kein wirklich befähigendes Umfeld. Wenn wir uns die Verteilung der Ressourcen anschauen, dann sehen wir, dass die Ressourcen in den Händen von wenigen liegen. Die sind nicht zugänglich für den zivilen Sektor. Und parallel dazu sehen wir, dass es eigentlich gar keine Netzwerke gibt. Es gibt ein nationales Jugendorganisationsnetzwerk, das nicht von der EU initiiert wurde, sondern von den KollegInnen bei der Friedrich-Ebert-Stiftung vor einigen Jahren. Aber es gibt keine nationalen Netzen von kulturellen oder zivilen Organisationen. Ich weiß nicht, ob es ein Netzwerk von Umweltorganisationen gibt, ein aktives meine ich. Das heißt, es gibt keine Bottom-up-Macht im Sektor und es gibt wachsende Kommunikation zwischen den Organisationen. Es gibt immer mehr Intersektionalität und ich hoffe, dass das letztlich dazu führen wird, dass wir eine positive Konsolidierung der Macht in diesem Sektor beobachten können. Denn jetzt gibt es diese Blasen, wie hier Rosella so nett erklärt hat. Und diese Blasen müssen sich miteinander langsam verweben.
Und der EU-Beitrittsprozess, ja, der spielt eine entscheidende Rolle. Seine Rolle ist letztlich aber unklar. Da ist sehr viel Macht involviert. Und wir müssen versuchen, das Beste daraus für uns zu bekommen. Sonst wird es noch schwieriger. Ja, am Ende noch eine positive Bemerkung. Ich denke, die Geschichte hat uns gelehrt, dass es keinen Stopp für Menschenrechte gibt. Wenn es Unterdrückung gibt, gibt es auch Widerstand. Und wir haben gesehen, dass in vielen historischen Momenten, in vielen Gesellschaften und in vielen Einzelpersonen genau das passiert ist. Wir sind nicht stoppbar. Es wird viel Zeit und viele Ressourcen brauchen und es wird viel Widerstand geben. Aber damit werden die Menschen auch kreativer und stärker. Ich möchte hier Optimistin zum Schluss sein. Vielen Dank für diese letzte optimistische Bemerkung. Ich möchte den Teilnehmenden danken, dem Publikum, den TechnikerInnen. Vielen Dank natürlich auch an die KollegInnen hier und in Berlin und danke auch an die DolmetscherInnen. Ich möchte diejenigen, die hier sind, einladen auf ein Getränk und ich wünsche allen anderen einen schönen Abend. Vielen Dank.